Wenn wir ökologisch arbeiten, ist es nicht ausreichend, einfach nur die Chemie wegzulassen. Das ist ein ganzer Komplex. Ich nenne mal 4 Punkte. Wir haben eine Fruchtfolge, die ganz anders ist wie alle anderen. Wir haben eine Unkrautregulierung, die überlegt ist. Wir stellen Kompost her. Kompost ist ganz zentral dabei. Und genauso wichtig, das Herz in der Landwirtschaft, ist das Saatgut. Sehr genaue Auswahl, welches Saatgut brauchen wir für welchen Zweck. Wenn Sie heute sich die Rapsflächen anschauen, im Raps ist auf ganz vielen, vielen Betrieben, die haben nur noch Weizen, Raps, Weizen, Raps, Weizen, Raps. Die totale Einseitigkeit. Und das ist doch klar, dass sich die Schädlinge da so hochschaukeln, dass da einfach eine solche Konzentration sind und solche Probleme sind. Und die Agrarchemie sucht ja auch, das alles zu lösen. Aber die hat eben auch nur begrenzte Möglichkeiten. Und die ist auch mit ihrem Latein am Ende. Wir wollen die Nützlinge fördern. Wir machen aktiven Vogelschutz. Wir wollen auch einen Platz haben für Igel. Wir haben Hecken angebaut. Wir haben kleine Wasserstellen. Wir wollen überall da, wo Nützlinge sind, wollen wir die auch unterstützen. Und ein paar Schädlinge brauchen wir ja auch. Warum soll sich nicht mal eine Distel da stehen bleiben, wo sich ein Schmetterling draufsetzt? Das ist das ganze System, muss in einem natürlichen Gleichgewicht bleiben. Meine Bienen hier in unserer großen Region, wo nur ökologisch gearbeitet wird. Wir haben überhaupt kein Bienensterben. Wir haben wunderbare Erträge gehabt und wir haben gesunde Bienen. Ich erlebe das einfach nicht, dass da Probleme sind, wenn das Umfeld stimmt. Ich glaube, dass im ökologischen Bereich die Forschung deshalb nicht so richtig gut anspringt, weil das große Geld für die Forschung kommt nicht von der Politik, das kommt von der Agrarindustrie. Die haben ein Rieseninteresse. Firmen mit 1 Milliarde Umsatz haben 10% für Forschung. Aber die haben natürlich nur Interesse an Forschung, wo sie dann die Mittel verkaufen können. Und wir Ökologen sind ganz schlechte Kunden für die Agrarindustrie. Das ist das Problem. Deshalb wird es sehr viel schwerer sein, Forschungsgelder in diese Richtung zu lenken. Die Politik könnte helfen, Projekte, die erstens Saatgut, was resistent ist, was im ökologischen Landbau kompatibel ist, Züchtung in die Richtung zu fördern und zu forschen, nicht in diese einseitige Züchtung, Hybriden, Gentechnik. Zum Zweiten sollte die Politik Stickstoff teurer machen und Leguminosenanbau einfacher machen und gemeinsame Projekte mit Praxis und Wissenschaft machen, um eine ausgeglichene Nützlingsförderung, Methoden zu einer ausgeglichenen Nützlingsförderung zu schaffen.